Session, die dritte von vier Runden. Haben wir es auch geschafft für diese Aufnahme. Schafft. Naja. Ich habe mir übrigens ich habe mir übrigens Max Payne vorbestellt. Ja. Oh, ich bin gerade sehr schweigsam, fällt mir gerade auf irgendwie. Das ist natürlich hervorragend, aber dafür ist das Rennen ja auch schon fast zu Ende hier. Oh, hier kann man fast, hier kann man sogar durch, ohne vom Gas zu gehen. Wenn man ein bisschen slidet, dann verliert man ja schon an Geschwindigkeit und zwar deutlich. Hier mache ich wieder einen auf Guide. Schön. Also mal ganz interessant zu sehen, wie Leute campen. Also das Drumherum um die Strecke, finde ich, hat man eigentlich ganz gut gemacht. Also auch von der Grafik her, ey, das finde ich eigentlich super. Ich meine, das Spiel ist aus 2009, glaube ich, sogar noch. Dafür sieht das Spiel echt gut aus, muss man sagen. 2009 oder 2010? Ich glaube 2009. Aber mit Sicherheit kann ich das auch nicht sagen. Weil ich habe eigentlich nie Ahnung von sowas. Und Daten kann ich mir auch besonders schlecht merken. Also es hat auch wieder super, wenn ich sowas erzähle einfach. Kommt gut. Kommt gut. Wie wäre es mit noch 150 Punkten? Wäre das vielleicht noch drin? Vielleicht noch einen schönen Drift hier hinlegen? Naja, hat jetzt nicht so unbedingt viel Punkte gebracht. Gut, das war jetzt sehr schlau. Das war sehr schlau. Ich wollte jetzt einen Drift hinlegen und habe mich dann gedreht. Ach ja. Und dann da oben auf die scheiß Punktegrenze da geachtet. Aber 100 Pünktchen wären nochmal was Feines. Aber Hammer, dass wir so viel Vorsprung rausgefahren haben. Glaubt man ja selbst nicht, wenn man es nicht sieht. Ja. Das bringt alles keine Punkte. Ich brauche Punkte. Komm, 75 Punkte noch hier irgendwie. Mann, kann das keine Drift-Punkte geben hier? Komm, 70 noch. 70 bis zum Ziel. So, komm. Das schaffen wir noch. Ja, sauber. 2000 Profilpunkte. Und jetzt muss ich husten. Ah, super. Vielleicht kann ich den Husten noch irgendwie unterdrücken. Also. Nein, kann ich nicht. Aber ich warte jetzt ab. Ich will jetzt nicht husten. Ah, ich kann kaum noch reden, aber... Wow. Mein Gott, jetzt habe ich hier aber echt mir einen abgehustet, ey. Hätte meinen können, ich sterbe. Auch lustig. Tot. Naja, kassieren wir erstmal hier die ganzen Punkte. Das brauchen wir uns alles nicht angucken. Das auch nicht, sondern das. Yeah, 200.000 Dollar. Yeah, wow, geil, yeah. Jetzt nochmal sehr hoch mit der Stimmlage. Die schreckliche Stimmenfarbe rauszukriegen, die ich vorher drin hatte, und das ist einfach nur affig. Ach, und jetzt labere ich auch einfach mal über die Ladephase hier. Es ist übrigens sehr spannend. Sauber, deine harte Arbeit zahlt sich aus. Ja! NFS World Tour. Ja! Wir haben die NFS World Tour freigeschaltet. Stufe 5 freigeschaltet. Du bist als einer der weltweit Top-Fahrer anerkannt und hast nun die Möglichkeit zu zeigen, dass du das Zeug zur Nummer 1 der Tour hast. Die NFS World Tour steht für den Gipfel deines Könnens und deiner großen Leistungen. Viel Glück. Trailer? Ja.
Wow, irgendwie hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Wir können ja schon mal reingucken. Du hast einen neuen Wettkampf freigeschaltet. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Der ultimative Wettkampf um die Meisterschaft. Wir fahren drei Wettkämpfe, eine Rennserie durch die USA, eine Weltserie und, wenn du dich qualifizierst, den finalen Showdown in Brands Hatch. Yeah. Wow. Also es sind insgesamt drei Serien. Oh, ich wollte jetzt kein neues Rennen starten hier. Okay, ich beende das jetzt gleich mal. Und ich verabschiede mich jetzt hier und sag mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Oder ich könnte das ja ganz geschickt machen, dass ich einfach, obwohl, nee, das vergesse ich eh, das nächste Mal dann da drauf zu klicken und dann so zu schneiden. Naja, das vergesse ich. Also muss ich das halt eben so umständlich machen. Aber ich finde es schon mal sehr geil, dass wir die NFS World Tour freigeschaltet haben. Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Aber es hat ja nochmal ordentlich Punkte gegeben. Unsere letzte Serie, die wir da gemacht haben. So, ich fahre auch jetzt direkt die PlayStation runter. Und sage damit Tschüss. Und ja, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss, ich bin so unkonzentriert. Ihr seht es ja gerade, wir haben 22:29 Uhr. Das ist übrigens, steht das Ganze noch auf Winterzeit. Also wir haben jetzt gerade 10:30 Uhr. Und wir haben gerade Mittwoch. Und es war ein sehr anstrengender Tag. Und morgen ist Donnerstag. Übrigens, das ist sehr schlau bemerkt von mir. Also tschüss. Und bis zur nächsten Aufnahme. Ja, ich bin jetzt hier gerade in der neuen Aufnahme drin. Erstmal müssen wir die US-Serie machen. Und ja, ich glaube, wir brauchen dafür auch einen Ami-Wagen, ne? Oder auch nicht. Nein, anscheinend nicht. Okay. Wollte mir jetzt eigentlich nur gerade anzeigen lassen, dass ich dafür ein Ami-Auto brauche. Ja. Oh, jetzt laber ich schon wieder durch die Ladephase. Gut, dann brauche ich das ja nicht zu schneiden. Ja. Jetzt weiß ich allerdings gerade nicht, wie viele Rennen das sind. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Egal. Hätte ja auch nichts dran geändert, wenn ich das jetzt wüsste, ne? So ist das. Aggressive Aktion. Häng dich bei hohem Tempo hinter deinen Gegner und nutze ihren Windschatten aus. Ja, zum Glück überhaupt keinen Druck und so. So, vorsichtig, vorsichtig. Ja, klappt doch gut. Ich habe jetzt auch schon länger kein Shift mehr gespielt. Aber das habe ich dann öfters mal. Wenn ich dann Spiele länger nicht spiele, dann bin ich danach besser. Wenn man dann da auch nicht mehr so verkrampft drin ist. Das habe ich auch bei FIFA. Oder auch bei irgendwelchen Spielen, wo ich nicht weiterkomme. So. Habt ihr gerade das Flugzeug gesehen, was da geflogen ist? Was sehe ich dann ja immer, ne? Wenn ich dann mich eigentlich auf die Strecke konzentrieren sollte. So, vorsichtig. Ich glaube, die Kurve. Oh, Scheiße. Von wegen vorsichtig und so, ne? Naja, Kurve eben habe ich nicht ganz richtig bekommen, aber ich wollte ich sagen. So, zwischendurch muss man auch mal kurz vom Gas gehen, sonst jagt man sich, wie gerade gesehen, hier in die Mauer. Das will man ja auch nicht unbedingt. Da muss man dann aufpassen, dass einem das Fahrzeug danach nicht zerreißt, wenn man mal kurz mit den Vorderreifen von der Strecke kommt. Und bei 5 Runden die Konzentration zu halten, ist natürlich auch. Ja, ich kann mir einfacheres vorstellen. Gerade so beim Let's Play, ne, da hat man ja nicht immer unbedingt viel Konzentration und so. Kennt man ja. So.
Ja, Formel 1 ist wieder voll im Gange. Schumi ist auf Platz 3 gekommen. Zum ersten Mal nach seinem Comeback seine beste Position. Ja, ein bisschen schade war, dass er in Monaco, da hat er ja sicher die Pole Position geholt, aber schade, dass er 5 Strafplätze bekommen hat wegen seiner dummen Aktion im Rennen davor in Barcelona. Ich glaube, gegen Perez war es. Obwohl, ne, weiß ich nicht mehr genau, wer es war. Dem ist er ja hinten reingefahren und deswegen hat er ja 5 Strafplätze bekommen, sonst hätte er das Rennen auch gewonnen. Da bin ich mir ganz sicher, weil erstens bin ich der festen Meinung, dass er es, obwohl er so alt ist, dass er es noch immer drauf hat. Und zweitens, weil man in Monaco überhaupt nicht überholen kann. Und ja, das wäre dann der erste Sieg seit 2006 für ihn gewesen. Aber so muss er noch ein bisschen warten. Naja, viel Pech hat er bis jetzt gehabt in dieser Saison. Leider muss man ja sagen. Vettel hatte auch Pech im letzten Rennen. In Valencia, als er, als seine Lichtmaschine war es, glaube ich, kaputt gegangen ist und er sein auf Position 1 führend sein Auto abstellen musste, hat er ja auch schon in der Blitztabelle die WM dann angeführt. Und so ist er nur auf Platz 4 jetzt mit gehörigem Abstand auf Alonso, der dann ja ausgerechnet noch das Rennen gewonnen hat, ne? Hat er, glaube ich, ja. Ja, so ist das. Aber ich erinnere mich ja nochmal gerne vor 2 Jahren in... Wo war's? In Korea, in Südkorea. In Yeongang oder wie die Rollerrennstrecke da heißt. Kann ich eh nicht aussprechen. Als er Motorschaden hatte. Und kurze Konzentration wieder hier. Nicht völlig rauskommen. Als er Motorschaden hat und ja, auf Position 3 war in der WM. Was war das denn da für eine Bodenwelle? Und alle glaubten so, jetzt das war's mit der WM und schade und so. Er war ja auf Position 3, auf Platz 1, also in der WM war Fernando Alonso, auf Position 2 war Mark Webber. Und keiner hat mehr dran geglaubt und dann im letzten Rennen Alonso hat sich hinten festgefahren hinter Petrov im Rennen, hat eine schlechte Boxentaktik gehabt und Red Bull dann folgedessen auch, aber für Mark Webber, nicht für Vettel, denn sie haben einfach diese Taktik gecovert, diese schlechte Taktik, was ein Fehler war. Oh fuck ey, fuck. Boah, das gibt's doch jetzt nicht. Boah, leck mich in der Arschritze. Das kann jetzt nicht wahr sein. Mann. Ich kotze gleich die Wände an. Mann, das gibt's doch nicht. Boah, dafür hasse ich dieses Spiel echt. Boah, schon wieder 100% raged, Alter. Boah, ich kack EA echt auf den Schreibtisch, ey. Das kann nicht wahr sein. Mann, die kotzen mich sowieso an in letzter Zeit. Jetzt hier völlig raus und so. Mann, kann nicht wahr sein. Letztens, boah, fick dich, du scheiß Bodenwelle, Alter. Letztens, hier mir gekauft für 20 Euro, musste man ja runterladen. Also musste man nicht, konnte man, klar, freiwillig. Das Update für FIFA, hier UEFA Euro 2012 habe ich mir gekauft, ne? Boah. Das ist der größte Abfuck überhaupt. Das Spiel ist erstens scheiße. Es sind noch nicht mal mehr alle Nationen dabei, die bei der EM sind. Also die Spieler nicht, die haben nicht alle Lizenzen, was ja schon völliger Schwachsinn ist. Die Trikots sind da nicht alle geupdatet und so. Und zu guter Letzt kommt noch dazu, dass das Spiel auf der PS3, muss man sagen, ne? Also nicht auf dem PC, sondern auf der PS3 andauernd abgeschissen ist. Ich mein System runterfahren musste, ne? Und beim Hochfahren wurde mir dann... Zweimal ist mir das Ganze passiert. Beim Wiederhochfahren musste ich dann, warten, Systemwiederherstellung. Alter, wenn meine ganzen Daten weg gewesen wären, ne? Boah, ich hätte da so angerufen und den Typen echt so zur Sau gemacht, ne? Das kann nicht sein.